Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Börsenplatz 5, unserem Finanztalk aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Die Deutschen, so heißt es ja gerne, sie sparen sehr gerne, sie sparen viel, aber eben gerade nicht unbedingt in Aktien wird das Geld angelegt. Stellt sich die Frage, was hat das für Auswirkungen, warum ist das überhaupt so und stimmen diese Klischees alle? Das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Dazu begrüße ich ganz herzlich den Vorstandsvorsitzenden von comdirect, Dr. Thorsten Reitmeier. Hallo Herr Reitmeier, schön, dass Sie heute da sind. Hallo. Ich habe es eingangs angesprochen, es gibt ja das Klischee, die Deutschen sparen, aber Aktien scheuen sie quasi wie der Teufel das Weihwasser. Sie haben jetzt gerade eine Studie rausgebracht von comdirect. Da wird das ja ein bisschen so bestätigt. Würden Sie also sagen, dieses Vorurteil, die Deutschen sind Aktienmuffel, stimmt so? Ja, das ist leider richtig. Wir haben das aus unterschiedlichen Gründen mal genauer verstehen wollen, sowohl wie es in Deutschland ist, als auch in Europa. Und in Summe kommt leider genau dieses Ergebnis raus. Über 70% der Leute halten Aktien eigentlich irgendwie für was ganz Komisches, würden noch nicht mal, wenn sie welche besitzen, mit ihren Freunden drüber reden und finden eigentlich, das ist irgendwie nur was so für Spekulanten und Zocker. Und das ist natürlich sehr schade, weil damit die guten Eigenschaften der Aktie offensichtlich gar nicht so richtig gesehen werden. Wenn wir jetzt über diese Zahlen reden, schauen wir, hier haben wir die Studie auch vorliegen. Wie ist die ungefähr aufgebaut? Also wie wurden diese Daten erhoben? Ja, wir haben sowohl in Deutschland als auch eben europaweit Kunden befragt zu ihrer Einstellung zur Aktie, um mal so zu verstehen, welche Erfahrungen haben sie eigentlich gemacht, wie denken sie darüber. Und ja, das haben wir dann eben so nach den unterschiedlichen Kategorien mal aufgeblättert mit sehr interessanten Ergebnissen. Können Sie ein bisschen zu den Ergebnissen noch erzählen? Denn die Frage ist ja auch, warum scheuen die Deutschen quasi die Aktie so, dass sie noch nicht mal im Bekanntenkreis darüber reden wollen? Was sind der Hintergründe? Sind die am neuen Markt auf die Nase gefallen oder was sind da so die Erfahrungen? Ja, also die Quote der Deutschen, da sprechen Sie genau das Richtige an, die es überhaupt mal probiert haben mit Aktien, die waren natürlich in neuen Marktzeiten am größten. Und da sind natürlich viele, gerade durch die berühmte Volksaktie, dann damals richtig auf die Nase gefallen. Und das hat eben bis heute eigentlich die Konsequenz, dass da also das Vorurteil gehalten sich hält, Aktie ist eigentlich rein was für Spekulanten und nicht irgendwie was für den seriösen Anleger. Und das ist natürlich in Summe komplett falsch. Und wir wollten eben mit unserer Studie dazu beitragen, dass da mal etwas Aufklärungsarbeit geleistet wird, auch mal zu zeigen, dass in anderen europäischen Ländern die Kunden da deutlich aufgeschlossener sind und sehr viel intensiver in Aktien investieren. Wie sieht es da ungefähr aus? Also wie viel intensiver wird in welchen Ländern jetzt in Aktien investiert? Also auf eine einfache Faustformel reduziert kann man sagen, dass je weiter nach Norden sie in Europa kommen, desto positiver sind die Menschen Aktien gegenüber eingestellt. Also in Skandinavien, da denken schon so im Bereich 25-30% der Leute darüber nach, in Aktien zu investieren. Und je weiter sie nach Süden kommen, wahrscheinlich auch durch die Krise getrieben, werden es halt immer weniger. Und Deutschland ist da erstaunlicherweise sozusagen ein Ausreißer, obwohl wir ja eher weiter im Norden sind. Aber eben in der Frage, interessieren mich eigentlich Aktien oder nicht, eben auch ganz weit hinten. Und das eben im Wesentlichen mit den Motiven, ich verstehe da nichts von, das ist alles ganz riskant und deswegen würde ich da mein Geld nicht reinstecken. Aber ist ja ganz interessant, dass es da innerhalb Europas dann eben doch Unterschiede gibt. Also versteht man dann in Skandinavien die Aktienmärkte besser oder wieso hat man da dann weniger Scheu? Na, zum einen hat das, glaube ich, immer was mit der Altersvorsorgekultur zu tun. Je mehr Kunden da damit von vornherein beschäftigt sind, sich da selber drum zu kümmern, desto weniger kommt man natürlich an der Aktie vorbei. Weil ja, wenn sie nach was suchen, gerade jetzt in der Niedrigzinszeit, was ihnen eine stabile Dividende gibt, was ihnen eine gute Absicherung gegen Krisen gibt, dann sehen sie halt natürlich die Immobilie. Aber wenn sie was Liquideres haben wollen oder eben auch für kleinere Sparbeträge was haben wollen, dann landen sie ja quasi automatisch bei der Aktie. Und in Deutschland ist das eben nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung, der sich damit auseinandersetzt. Die meisten verlassen sich auf die staatliche, auf das staatliche Rentensystem, haben vielleicht noch eine Lebensversicherung, wo sie eigentlich auch gar nicht so genau wissen, dass da hinten auch ein paar Aktien drin sind und haben deswegen eigentlich gar keinen konkreten Bezugspunkt in ihrem Leben dazu. Aber die Deutschen sparen gerne. Wie wird das Geld denn dann quasi auf die hohe Kante gelegt? In den Sparstrumpf oder eben nur in Lebensversicherungen? Ist da auch in der Studie was entsprechend hervorgegangen? Ja, das Geld liegt eben zu ganz großen Teilen in Sparprodukten und in festverzinslichen, also in kurzlaufenden Termingeldern, Festgeldern, je nachdem, wie das gerade so heißt. Und hat eben dann immer die Konsequenz, dass die Kunden da real Geld verlieren. Weil der Zins ist halt niedriger als die Inflationsrate. Und insofern verlieren sie da jedes Jahr irgendwie so 1-2%. Das klingt dann immer für ein Jahr relativ wenig. 1-2%, das kann man ja so aus Sicherheitsgründen mal tolerieren eine Zeit lang. Aber schlussendlich, wenn man sich das mal über einen längeren Zeitraum anguckt, ist das natürlich sehr gefährlich. Und wenn sie 10 Jahre lang 1-2% verlieren, dann haben sie halt schon inklusive Zinseszins fast 20% verloren. Wenn sie das 20 Jahre lang machen, dann ist eigentlich die Hälfte des Geldes weg.
Und dann können Sie halt auf einmal von dem Geld, von dem Sie sich zur Rente irgendwie eine tolle Reise leisten wollten, können Sie nur noch alleine fahren und müssen irgendwie Ihren Partner zu Hause lassen, weil für mehr reicht es halt nicht mehr. Und das ist halt das, worauf wir mit der Studie aufmerksam machen wollen, dass wir sagen, liebe Kunden, bedenkt die Langzeitwirkung von so niedrigen Zinsen. Ja? Ohne jetzt gleichzeitig ganz unreflektiert zu sagen, Aktien ist jetzt für jeden das Richtige und zu jeder Zeit. Denn da muss man natürlich auch aufpassen, dass man in Aktien nur Geld investiert, das man auch wirklich über hat. Und wo es einem nicht wehtut, wenn zwischendurch mal irgendwie eine Kursschwankung da ist. Aber so wie im Moment die Deutschen da aufgestellt sind, verbrennen sie halt einfach Geld. Nun hatte der DAX, ist ja nun der bekannteste Index, denke ich mal, auch für Deutschland. Wir haben neulich auch selber hier mal eine Umfrage gemacht auf der Straße, ist durchaus auch bekannt, wenn man einfach mal so ein bisschen rumfragt. Ja. Und der hat ja gerade 25-jährigen Geburtstag gehabt, hat ja jedes Jahr ordentlich zugelegt. Also seit seiner Auflegung vor 25 Jahren hat der ja quasi eine sehr gute Performance hingelegt. Sind das dann aber, oder wieso sind das dann aber trotzdem keine Gründe anscheinend, dass man jetzt mal umdenkt und trotzdem dann eben mal eher auf Aktien setzen würde, wenn man, wie Sie es dargestellt haben, andererseits ja dann trotzdem jedes Jahr real Geld verliert. Ich glaube, das Problem ist, dass über das Thema zu wenig gesprochen wird. Das Thema DAX 25 Jahre hätte ja in der Tat eigentlich eine rauschende Geburtstagsfeier sein müssen, denn das ist ja eine sensationelle Performance über die Zeit gewesen. Die öffentliche Wahrnehmung ist aber eben sehr stark geprägt, dann eher von dem Thema T-Aktie, wo man sagt, ui, da ist uns doch mit ganz viel medialem Aufwand und ganz viel Marketing gesagt worden, das ist jetzt für alle das Richtige. Und dann haben die Leute da sehr, sehr viel Geld bei verloren. Und der Mensch ist nun mal so, dass ihn negative Ereignisse sehr viel stärker beeinflussen als positive. Und von daher gehen dagegen so die regulären Erfolgsmeldungen unter. Und das ist objektiv falsch, ja, weil im DAX sind nun mal einige der stärksten Unternehmen der Erde. Mit einer fantastischen Performance, mit einer tollen Marktposition, wo uns jeder auf der Welt drum beneidet. Aber wir selber sagen, das ist alles vorsichtig zu genießen oder im Zweifelsfall besser gar nicht. Und daher kommt diese enorme Zurückhaltung dann eigentlich nur, weil eine große Sache mal gefloppt ist. Also man hört jetzt ganz klar in Ihren Ausführungen schon, Sie sind der Meinung, in Deutschland brauchen wir eine neue Aktienkultur. Aber die Frage stellt sich ja eben immer, ob man die überhaupt braucht. Stellt sich nur die Frage, wie soll die dann aussehen? Sie hatten ja schon anklingen lassen, völlig unreflektiert jetzt auf beliebige Aktien stürzen sollte man sich dann auch nicht. Vielleicht ist das ja auch einer der Gründe gewesen, wieso im neuen Markt dann einige baden gegangen sind. Also wie sollte dann die neue Aktienkultur aussehen? Ich glaube, das geht erstmal damit los, dass man mal sehr viel Aufklärungsarbeit darüber leistet, in welchen Schichten eigentlich so ein Kunde denken sollte. Ja, dass wir mal wegkommen von diesem, ich investiere da in irgendeine Aktie, um ein tolles Schnäppchen zu machen, sondern hinkommen eher in eine Richtung, wo wir sagen, alles Geld, was ich brauche, um eine neue Waschmaschine zu kaufen, um den Urlaub vom nächsten Jahr zu bezahlen, das gehört irgendwie auf ein Festgeld oder ein Sparbuch oder sonst was, da darf nichts wegkommen. Aber alles das, wo ich tendenziell sage, das brauche ich vielleicht in 5 Jahren mal oder in 10 Jahren oder ist es sogar für irgendwie für den Lebensabend im Zweifelsfall erst in 20 oder 30 Jahren. Da sollte man schon gucken, dass man das halt effizienter investiert. Krisensicherer, inflationssicherer und eben mit einer höheren Renditechance. Und natürlich muss man dann gucken, dass man das auch möglichst effizient investiert. Also wir empfehlen ja unseren Kunden da zum Beispiel immer sehr in ETFs zu gehen, weil sie da halt weniger Geld an Gebühren verlieren. Das hilft ihnen natürlich über so einen langen Zeitraum dann auch eine schönere Performance zu bekommen. Aber wir müssen überhaupt erstmal in so eine Diskussion kommen, wo wir das mal weniger digital sehen. Im Sinne von Aktie ist Spekulation und nicht Aktie ist sicher. Das stimmt halt nicht. Wenn Sie in einen großen deutschen Industriekonzern investieren, dann investieren Sie in eins der stabilsten Sachinvestments, die Sie auf der Welt haben können, wo Sie eine Bombendividende in den letzten Jahrzehnten bekommen haben. Und das kann man nicht gleichsetzen mit eben einer Erfahrung, Sie sagten es eben, vom neuen Markt, wo man teilweise in Firmen investiert hat, die gab es eigentlich gar nicht so richtig. Also die hatten ein Geschäftsmodell auf dem Papier und ansonsten nicht viel. Das können Sie ja jetzt nicht mit Siemens oder Daimler gleichsetzen, wo auf der ganzen Welt die Menschen, denen die Produkte aus der Hand reißen. Und diese Differenzierung, die müssen wir überhaupt erstmal hinbekommen, wenn wir raus wollen aus so, ich sag mal, hilflosen, kurzfristigen Versuchen zur Spekulation, die dann halt in der Enttäuschung enden. Ja, also ist die Kultur ja nichts, was man quasi über Nacht ändert. Sie sagen, wir müssen es hinbekommen. Die Frage ist aber, wo könnte man da angreifen, um das dann vielleicht auch eher im Bewusstsein jetzt der Gesellschaft, muss man ja dann schon sagen, zu verankern? Ich würde mir wünschen, dass wir da übergreifend über die Institutionen agieren. Weil wir haben natürlich das Problem, gerade jetzt wir als wertpapierstarkes Bankhaus, uns wird man immer sagen, naja, die schieben doch da eigentlich ihre eigenen Interessen in den Vordergrund. Die möchten halt gerne, dass die Leute viel Aktien kaufen, weil sie dann Geld verdienen. Deswegen brauchen wir da auf jeden Fall eine stärkere Gruppe,
Ja, wir müssen da die Politik an Bord haben, die die Menschen darüber aufklärt, dass das mit der Altersvorsorge nichts werden wird, wenn man da ausschließlich auf sein Sparbuch vertraut. Wir brauchen die Medien, die uns dabei helfen, dieses Thema Aktie zu entmystifizieren, klarer zu machen, dass das eigentlich kein Teufelszeug ist, sondern ein Investment in die größten Konzerne dieser Erde. Und ich glaube, wenn wir da eine relativ starke Gruppe bilden, dann haben wir schon eine Chance, auch so einen Kulturwandel dann hinzubekommen. Aber jeder von uns alleine wird daran scheitern. Dafür ist die Aufgabe zu groß und dafür sind auch diese Vorurteile zu tief in die Köpfe eingefressen. Wenn man in der letzten Zeit an die Märkte geguckt hat, hat man aber zum Beispiel auch gesehen, dass jetzt Notenbanken mit die Kursentwicklungen bestimmt haben. Was würden Sie jetzt abschließend sagen, wohin könnten die Märkte jetzt in der nächsten Zeit laufen? Also wie volatil kann es auch weitergehen? Und was spricht trotzdem aus Ihrer Sicht im Moment ganz klar für die Aktien? Also erstmal muss man ja differenzieren, das Kursniveau ist ja im Moment nicht so hoch, wie es aussieht. Wir schauen ja immer, wenn wir den DAX jetzt beispielsweise anschauen, eben immer auf die Performance-Version. Das heißt, wenn man da die Kurse miteinander vergleicht, dann kommt man sehr schnell zum Ergebnis, ui, 8000 irgendwas, was wir im Moment haben, sind Rekordstände. Wenn Sie auf die Kursversion gucken, also sprich ohne die aufgelaufenen Dividenden des letzten Jahrzehnts, dann sind wir ja von den historischen Höchstkursen noch ganz weit entfernt. Das heißt, es ist nicht so, dass die Unternehmen jetzt hoch bewertet wären. Deswegen haben die Aktienmärkte auch durchaus noch Potenzial. Natürlich haben Sie aber völlig recht, wir leben in einer sehr volatilen Zeit und es wird da immer zu Schwankungen kommen. Und deswegen müssen wir den Kunden eben auch dazu sagen, ihr müsst damit leben, dass das zwischendurch auch mal abwärts gehen kann. Nur bei Geldern, die ihr für 5, 10 oder gar 20 Jahre investiert, ist die Wahrscheinlichkeit eben einfach sehr, sehr hoch, dass er am Ende sehr viel besser dasteht als mit einem Sparbuch, wo ihr eigentlich jetzt schon wisst, dass da mal die Hälfte weg ist, wenn ihr jedes Jahr 2% verliert. Und ich glaube, die Botschaft, die ist schon, ich sag mal, fair und reflektiert. Und die müssen wir halt immer wieder den Menschen zurufen. Denn am Ende ist das Problem ja, wenn es zu spät ist, können sie nichts mehr machen. Wenn sie 30 Jahre lang ihr Geld auf dem Sparbuch hatten und stellen dann fest, die Inflation hat es ihnen zur Hälfte aufgefressen. Dann ist es zu spät. Dann können Sie nichts mehr nachverdienen, dann können Sie auch nicht mehr anders investieren. Dann sitzen Sie einfach da und können sich von dem Geld, von dem Sie sich Ihren Altersruhesitz finanzieren wollten, können sich nichts mehr kaufen. Und das wollen wir halt gerne verhindern, denn wir wollen ja, dass die Leute in 10 oder 20 Jahren sagen, Mensch, da haben die Banken uns mal den richtigen Tipp gegeben und uns nicht im Regen stehen lassen. Das würde ich jetzt mal direkt als Schlusswort stehen lassen. Wir sind nämlich schon am Ende der Zeit. Herr Dr. Reitmeier, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Danke Ihnen. Liebe Zuschauer, das war unser Börsenplatz 5 zum Thema, brauchen wir eine neue Aktienkultur? Die Antwort meines Gastes war dann doch relativ eindeutig. Das ganze Interview können Sie noch mal anschauen unter www.drf.fm. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.